Am 15. Oktober 1994 kam es im norwegischen Rosten, einem Dorf bei Trondheim, zu einem tragischen Vorfall. Am Nachmittag traf sich die 5-jährige Silje Marie Redegard mit 3 Nachbarsjungen zum Spielen. Die Kinder spielten Kämpfen, wie es viele Kinder dieses Alters tun, doch das Spiel eskalierte. Die Jungs wurden immer grober dabei und als Silje weglaufen wollte, holte sie einer der Jungs ein und schlug und trat weiter nach ihr. Das Mädchen wurde bewusstlos. Die Jungs liefen erschrocken nach Hause. Kurz darauf erzählte einer der Jungs seiner Mutter, dass andere Kinder Silje geschlagen hätten. Der gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Erleichternd für alle Beteiligten war, dass Silje nicht durch die Schläge gestorben war, sondern an einer Unterkühlung starb. Die 3 Jungen, 5 bis 6 Jahre alt, konnten wegen ihres Alters nicht angeklagt werden. Man vermutete, dass einige Kindersendungen im Fernsehen die Jungs dazu bewogen hatten, dieses Spiel spielen zu wollen. Die Sendung Power Rangers wurde daraufhin vom zuständigen Sender aus dem Programm genommen. Dieser Todesfall wurde von der Mehrheit als Unfall unter Freunden aufgefasst. Siljes Mutter sagte dazu später: Ich kann den Kindern vergeben, die meine Tochter getötet haben. Sie können nicht verstehen, was sie getan haben.